Haiforscher haben vor Hawaii eine überraschende Entdeckung gemacht. Stumpfnasen-Sechskiemerhaie wie dieser und auch Stachelhaie verfügen über einen positiven Auftrieb. Die Tiefseetiere müssen sich somit sehr anstrengen, wenn sie tauchen wollen, und gleiten dagegen ohne Mühe in Richtung Wasseroberfläche. Das ist ungewöhnlich. Die meisten Haiarten haben einen neutralen oder negativen Auftrieb. Das heißt, wenn sie aufhören zu schwimmen, sinken sie automatisch in Richtung Meeresgrund. Die Forscher aus Japan und den USA hatten Haie mit einer Art Blackbox ausgestattet. Die Messergebnisse förderten das verblüffende Ergebnis zutage. Nun wollen die Wissenschaftler untersuchen, wie sich der Auftrieb auf das Jagd- und Schwimmverhalten der Haie auswirkt.